Alter Schwede, ich bin gerade erschrocken. Ich bin nochmal gerade die Berichte durchgegangen. T10, Ezekiels Wort. Kein Wunder, dass man da keine Chance hat. Aber wir kümmern uns in diesem Video erstmal über die T10-Truppen, was man dafür benötigt, die ganzen Ressourcen, Munition, Kolben. Das erfahrt ihr, wie gesagt, jetzt in diesem Video. Bis gleich, euer Sultai. Now turn up. So, da bin ich auch wieder. Und zwar wird hier gerade die vorletzte Forschung beschleunigt. Das können wir uns ja mal angucken im Hintergrund. Genügend Beschleuniger sind vorhanden. Und sie hat es ganz clever gemacht. Sie hat gewartet, bis die Überlebensherausforderung ist, forschen, um natürlich die drei Kisten nochmal abzuholen. Ja. Jetzt wird die letzte Forschung gestartet. Und wir können jetzt mal gucken, was für Ressourcen gebraucht werden. Also, ich nehme einmal einen Hammer davor. Also Hammer viele Tomaten, Hammer Wasser, Hammer Holz, Hammer Fleisch, Hammer viele Munition. Und das, der dickste Fisch ist halt 5000 Ehrenmeier Kolben. Mensch, kompliziertes Wort. Okay, wir gehen mal weiter. Das wird natürlich jetzt alles verbraten. Ne? Die ganzen schönen Tomaten, das Holz, das Fleisch und das Wasser. Und ja, natürlich die gute Munition und die fleißig angesparten Ehrenmeierkolben. So, jetzt wird geforscht. Ihr habt gesehen, 20 Tage dauert das. Dank der Beschleuniger wird sie das jetzt hochbeschleunigen. Und zwar wartet sie jetzt erstmal noch ab auf die Hilfe, weil ja jede Minute zählt. Ne? Da kann man die Beschleuniger dann für andere Forschung nutzen. Okay. Genau, wie gesagt, T10, die höchsten Truppen, die es gibt. Ich bin gespannt, ob dieses Jahr vielleicht mal T11 rauskommt. Wir schauen mal. Ne? Okay, gut. Da, der Tool hat geholfen und jetzt kommt noch so ein kleiner komischer Junge, Sultai, der hilft auch nochmal. Okay, jetzt wird beschleunigt und die letzte Forschung ist damit abgeschlossen. Jetzt ist die Forschung abgeschlossen, das heißt, jetzt kann sie ausbilden. Ja? Überlebensherausforderung, natürlich, Rang 1. Das gibt natürlich saftig viele Punkte. Ich glaube, so in der 80er Millionen müsste das sein. Und ja, wie gesagt, T10 anzusparen, das ist echt ein hartes Stück Arbeit. So, und hier werden natürlich die ersten T10-Truppen nicht trainiert, sondern sie werden befördert. Ja, befördern ist günstiger und dauert nicht so lange. Und wenn du deine T9er wegbefördert hast, dann geht es natürlich an das reine Ausbilden, was natürlich ewig lange dauert. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren oder zu kommentieren. Egal was, das freut mich. Bis zum nächsten Mal, euer Sultai.